Was geht ab, meine lieben Dragon Ball Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Dragon Ball Kollektion. Und heute öffnen wir gemeinsam ein weiteres Dragon Ball Display. Abonniert gerne meinen Kanal, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne was Nettes in die Kommentare. So, kommen wir gleich zu dem Display. Es ist diesmal ein Display von Dragon Ball Super. Und zwar habe ich hier dieses Alternativ-Artwork genommen. Es gibt halt einmal das Original-Artwork. Einmal ein Alternativ-Artwork. Ich habe mich für das Alternativ-Artwork entschieden, weil mir die Farben sehr gut gefallen haben. Ich habe wie immer die kleinste Größe genommen, aus platztechnischen Gründen. Und ja, wenn ich es schaffe, das andere einzublenden, dann solltet ihr es jetzt hier oben sehen. Ich versuche es einzublenden. Sollte ich es nicht einblenden, werde ich gleich noch was dazu sagen, dann werdet ihr sehen, wo dann die Unterschiede sein werden. Machen das Ganze mal auf. Dieses habe ich tatsächlich wieder mit einer Rabattaktion gekauft. Ich glaube, da waren 20% Rabatt. So. Es ist verkehrt herum, ich sehe schon. Mal schauen, wie es aussieht. Einmal ganz kurz. So. Sieht mega nice aus. Man sieht Broly, Son Goku und Vegeta. Rote Haare, es ist nicht der Super Saiyan Gott, es sollte eigentlich der Super Saiyan Blue sein. Broly hat auch blaue Haare anstatt grüne Haare, dementsprechend Alternativ-Artwork. Mir persönlich haben die Farben sehr gut gefallen, vor allem halt dieses Rote halt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Hier haben wir wieder mal die Magneten. Habe ich hier nochmal einen Zusatz. Ich lege das mal hier hin. So. Das hier wusste ich beim letzten Mal nicht, kann man an die Wand ankleben. Hier befestigt man den Magneten und dann macht man das Display drauf. Wir haben ein wenig Werbung. Einmal ein 30% Rabattcode, was auch sehr korrekt ist. Das nehmen wir mit. Irgendein Tuch zum Polieren und ein wenig Werbung. Ich würde sagen, ich bereite es mal ganz kurz vor, dass ich das schon mal in mein Zimmer befestige und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe es jetzt aufgehängt und gucken wir jetzt uns einmal gemeinsam an. Also ich finde die roten Haare sehr gelungen. Die Farben sind sehr nice. In Originalfarbe hätte es auch höchstwahrscheinlich gut gebockt. Aber ich wollte die Farben haben. Wir machen mal die Tür zu. So, hier ist das Trunks Display. Das ist einmal das Goku. Machen wir vielleicht Licht aus. Ah, ohne Licht kommt erst etwas schlechter zur Geltung. Schreibt es mir in die Kommentare, würdet ihr es euch auch holen oder ist es nicht so gut? Mir gefällt es ganz gut. Wie gesagt, die roten Haare mit dem blauen Hintergrund. Unter diesen grünen Elementen hier ist sehr nice gelungen, auch hier die Farbe. Die Qualität ist wirklich sehr gut, sehr hochwertig, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also ich bin zufrieden. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Lasst dem Video, wie gesagt, einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre super und ein nettes Kommentar. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.